Hallo, liebe Zuschauer, Sie können sich vielleicht daran erinnern, wir haben darüber berichtet, dass man in Hoyerswerda, Kamenz und Bautzen das Sportabzeichen ablegen kann. Irgendwann kam mir die Idee, man könnte es ja mal probieren. Der erste Lack ist zwar ab, ich fühle mich fit. Heute wollen wir mal schauen, inwieweit mein Fühlen und das Tatsächliche in Einklang zu bringen sind. Ich sag schon mal, vorher in der Schule konnte ich Leichtathletik nicht leiden. Großartig vorbereitet habe ich mich auch nicht. Also wir werden sehen, was bei rumkommt. Dann gut Fuß für eure 7,5 Kilometer und die Zeit geht los. Ich sage nochmal ganz kurz, Sie müssen 18,75 Runden laufen. Der hat schon rausgefahren. Wenn ihr müsst euch nochmal melden. Also hier zur linken Seite, ja, 100 Meter Sprint, aber denke mal. Das ist Geschichte. Noch zwei Runden. Sportlich. Ganz sportlich. 7,5 Kilometer Walking, genau 18,75 Runden. Ganz gut, 59,41 ist natürlich in der Zeit drinne. Und hier die Dame, wollen wir doch mal angucken, 59,50 ist im Ziel und ganz erschöpft. Liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen, die erste Disziplin ist absolviert und neben mir ist Bernd Kubisch, hinter dem hechelte ich sozusagen hinterher und konnte ihn nicht einholen. Herr Kubisch, verraten Sie bitte, wie alt Sie sind und wie oft Sie trainieren, um so eine Zeiten hinzulegen? Ich trainiere überhaupt gar nicht. Ich wäre jetzt 73. 73, mein lieber Schwan, also meinen Respekt haben Sie. Wenn Sie nicht trainieren, wie kommt es denn, dass Sie so fit sind und hier so ad hoc so laufen? Ich war Kegler beim Lok Hoyerswerda. Ich gehe kegeln, richtig aktiv kegeln. Zweimal in der Woche reicht mir. Und als Kegler kann man so gut laufen? Ja klar, geht doch, wie es aussieht. Also ich muss Ihnen sagen, meine Bewunderung haben Sie und danke für das kurze Interview. Alles klar. Quatsch, das sind 10 und... Die Prüfungen für das Sportabzeichen werden vom Kreissportbund Bautzen organisiert. An meiner Seite jetzt Geschäftsführer Lars Bauer. Wie seid ihr denn zufrieden mit der Resonanz bisher? Drei Orte waren ja vom Prinzip ja auf eurer Tour schon dabei. Ja, also wir können grundlegend erstmal ein positives Feedback verzeichnen. Angefangen in Kamenz mit Bautzen und heute auch hier in Hoyerswerda. Einige Leute unterwegs und das Schöne ist die Altersspanne, die wir dabei beobachten können. Wirklich von jung bis alt alles dabei. Sicherlich unterschiedliche Teilnehmerzahlen, aber darauf kommt es zum Schluss gar nicht an, sondern für uns wichtig, und das haben wir jeweils auch erreicht, dass wir die breite Masse ansprechen. Das war ja Sinn und Ziel. Aus diesem Grunde habe ich ja dann auch gesagt, machen wir es einfach mal mit. Du hast vorhin erklärt, Bronze ist eigentlich schon so wirklich ein bisschen das Gold des kleinen Mannes, weil wenn man das hier erreicht, hat man tatsächlich schon was geschafft. Also man muss grundlegend immer davon ausgehen, was ist das deutsche Sportabzeichen? Es ist ein Fitnessorden und diese Normen dort zu erreichen, das bedarf schon einer gewissen Grundfitness, die nicht bei jedem vorausgesetzt werden kann. Aber das, was hier heute auch abgeleistet wurde, und du siehst es ja auch bei dir, das ist aller Ehren wert, und wer Bronze schafft, kann entsprechend da auch was auf seine Fitness geben, sollte dort aber einfach weitermachen. Und das Ziel, aber das ist immer der sportliche Ehrgeiz, den es dann auch packt, dass man entsprechend sich Silber oder Gold auch nähern kann. Was würdest du aus deiner persönlichen Erfahrung sagen, wie lange braucht es, bis man sich vom Bronze zum Goldstatus hochgearbeitet hat?
Ja, es kommt ganz auf die Trainingsintensität, Häufigkeit. Also da spielen ganz, ganz viele Faktoren auch eine Rolle. Auch, ich sag mal, sportliche Vorbelastung. Wie lange braucht dann jemand, um entsprechend doch bestimmte Werte und Normen wieder zu erreichen? Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt wirklich auf die Trainingsintensität zum Schluss auch an. Also ich sag mal, wer sich ein Jahr, anderthalb bis zwei Jahre mal intensiv mit der Thematik befasst, der kann es locker schaffen, von Bronze auf Silber und vielleicht sogar das ein oder andere Gold zu erreichen. Ich danke dir fürs Gespräch und toi, 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 ich habe nämlich noch ein bisschen was. Ja, viel Spaß dabei noch. Ne? Tschüssi. Ich würde dann nachher auch wegen der Aerodynamik das Körbchen abmachen. Ja. 11 bis 12 Punkte Gold. 11 bis 12 Punkte Gold. Liebe Zuschauer, 2,5 Stunden später ist es. Ich bin ehrlich gesagt total geschafft und ehrlich gesagt noch viel mehr verdattert, weil bei mir steht doch tatsächlich am Ende Gold. Für mich ein interessanter Tag. Ob ich das jemals wiederhole, das werde ich hier weder verkünden noch versprechen, weil ich weiß es einfach nicht. Es hängt davon ab, wie ich mich morgen früh fühle. Wenn ich noch krauchen kann, lässt sich darüber ja überlegen. Gut, warte mal. Ey, so spontan krieg ich das nie wieder hin. So außer Puste. Aber das ist noch nicht alles. Und zwar dachten wir uns schon, dass du Goldabzeichen bekommst. Deswegen komm ich jetzt mal nämlich. Und du kriegst nämlich das extra mit dem Sportabzeichen noch in Gold. Ihr seid ja süß. Ja, wir haben extra gemacht. Etwas.